Hallo zusammen! Wenn ihr die Videos hier bei Dimension Ralf mehr oder weniger aufmerksam anschaut, dann wisst ihr, ja, mir geht's manchmal nicht schnell genug und dann schalte ich auf doppelte Geschwindigkeit. Schneller ist hin und wieder ganz praktisch. Es gibt allerdings auch Situationen, wo es umgekehrt viel besser ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, können wir die Zeit verlangsamen? Nein, das wird kein YouTube-Tutorial. Ich meine nicht da unten auf halbe Geschwindigkeit stellen. Ich meine so richtig im echten Leben. Da wäre ein bisschen Zeitlupe manchmal ganz praktisch. Zum Beispiel, wenn ich aus Versehen was fallen lasse. Wenn ich die Zeit langsamer laufen lassen könnte, hätte ich genug Zeit, um so zu reagieren, dass meine Lieblingstasse nicht in 1000 Scherben zerbricht. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal Situationen erlebt habt, in denen die Zeit langsamer lief. Puh, das war knapp. Also Situationen wie, ihr seid gestolpert und fürchterlich hingefallen. Oder ihr beobachtet durch Zufall einen Unfall. Oder ihr müsst Kugeln ausweichen, die ein gewisser Agent Smith auf euch abfeuert. Wenn die Zeit dann scheinbar langsamer abläuft, ist es nicht so, dass man einfach nur mehr Zeit hat, um Panik zu denken. Im Gegenteil. Menschen, denen sowas passiert, berichten von einer großen Ruhe. Es fühlt sich für sie so an, als hätten sie einfach richtig viel Zeit, um über alles nachzudenken, was in diesem Moment passiert und was sie vielleicht unternehmen könnten, damit alles gut ausgeht. Schreibt doch mal in die Kommentare, in welchen Situationen ihr alles in Zeitlupe erlebt habt. Und wo ich gerade eben von Agent Smith gesprochen habe, diesen Zeitlupeneindruck hatten Menschen auch schon, bevor es den Film Matrix gab. Die älteste Sammlung von solchen Berichten ist von 1892. Und solche Berichte aus der Forschung gibt es bis in die Gegenwart. Falls also das Gehirn wirklich so einen Notfallmodus hat, in dem wir so schnell wie eine Fliege reagieren, wäre es doch eigentlich sehr praktisch, den bei Bedarf absichtlich im Alltag aktivieren zu können. Da müsste man erstmal wissen, denken und reagieren wir wirklich schneller oder ist das nur eine Illusion? Weil Illusionen helfen wenig in Gefahrensituationen. Und deshalb mal ganz langsam. Viele, die einen Unfall überlebten, berichten, dass sie in der verlangsamten Zeit komplizierte Dinge erledigen konnten, also die richtigen Knöpfe drücken, während das Flugzeug abstürzt, oder genau zwischen den Rädern vom LKW durchrollen. Das scheint erstmal gegen eine Illusion zu sprechen, denn da hat das Hirn ja offensichtlich den Turbo eingeschaltet. Aber wenn man genauer hinschaut, gibt es da ein Problem, und zwar einen logischen Fehlschluss namens Survivorship Bias. Das ist ein großartiger Begriff. Auf Deutsch Überlebendenverzerrung. Wir erfahren ja nur von den Überlebenden, was die sich alles gedacht haben, während sie in Zeitlupe unter dem LKW verschwunden sind. Andere Leute hatten vielleicht auch viele schlaue Gedanken in der gleichen Situation. Aber von denen hören wir nichts, weil sie das leider nicht überlebt haben. Dadurch wirkt es so, als hätten die Überlebenden durch ihr schnelles Nachdenken die Situation gemeistert. Muss aber nicht so sein. Vielleicht war es auch einfach nur Zufall. Deshalb könnte diese Zeitverlangsamung nur eine Illusion sein. Aber warum erzeugt unser Gehirn ausgerechnet diese Illusion, also dass wir schneller denken und nicht irgendeine andere, zum Beispiel ein Déjà-vu? Übrigens, dieses Video zu Déjà-vu kann ich sehr empfehlen. Also, wie könnte dieser Eindruck entstehen, dass die Zeit langsamer abläuft? Es könnte so sein. Angenommen, dieser Takt ist die normale Frequenz, in der wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Das wären 60 Eindrücke in der Minute. In Wirklichkeit sind es natürlich mehr. Wie viel erzähle ich gleich? Und auch wie wir uns dabei von anderen Lebewesen unterscheiden. So, und jetzt mal im Vergleich bei einer Gefahrensituation. Da könnte unser Gehirn ja zum Beispiel auf 180 Eindrücke in der Minute hochschalten und die auch schneller verarbeiten. Das wäre dieses Tempo. Da wir aber so an die 60 gewöhnt sind, könnte unser Gehirn einfach das Gefühl haben, dass wir nicht mehr wahrnehmen, sondern dass sich die Zeit dehnt, weil sonst könnten so viele Ereignisse ja gar nicht stattfinden. Das wäre gut, weil wir dann tatsächlich schneller denken würden. Eine andere Möglichkeit, wie dieser Eindruck von Zeitdehnung entsteht, ist der. Das Gehirn hat immer so entsetzlich viele Gedanken. Es ist immer auf 180, nur kriegen wir das gar nicht mit. Wir können uns ja nicht alles merken, was wir wahrnehmen und denken. Außer
bei einem Unfall. Der Unterschied zum Alltag wäre dann, dass diese ganzen Gedanken beim Unfall auch alle in der Erinnerung gespeichert werden. In einer Unfallsituation würde also unser Hirn nicht schneller arbeiten, nur mehr speichern. Und beim hinterher drüber nachdenken hätten wir das Gefühl, da ist so viel passiert, das hat bestimmt ewig gedauert. Apropos Nachdenken, vor allem über dieses Thema, das hat viele Jahre lang auch David Eagleman gemacht. Als er 8 war, ist er beim Spielen mal von einem Dach gefallen und hat dabei genau dieses Zeitlupenphänomen erlebt. Und das Nachdenken darüber, warum das so war, führte ihn Jahre später hierhin, auf den Nothing But Net Turm im Zero Gravity Adventure Park in Dallas. Nothing But Net ist ein Freifallturm mit besonderer Betonung auf Freifall. Der Turm ist eine ganz simple Vergnügungsparkattraktion. Man fällt ungefähr 40 Meter. Frei. Ohne Seil. Bis man unten ankommt. Das dauert knapp 3 Sekunden. Und unten wird man von einem Netz aufgefangen, damit man auch mal öfter springen kann. Falls man möchte. Was war eigentlich die beste Achterbahn, mit der ihr mal gefahren seid? Jedenfalls wollten Eagleman und seine Forscherkollegen rausfinden, ob Versuchspersonen, die von diesem Turm stürzen, schneller denken, wie bei anderen Schreckmomenten auch. Und deshalb haben die Versuchspersonen eine Art Armbanduhr getragen. Die zeigt allerdings nicht die Uhrzeit an, sondern nur eine einzige Zahl. Und die flackerte auch noch, und zwar so schnell von dieser Darstellung zu dieser Darstellung, dass alle nur noch das sahen. Mit diesem Prinzip der flackernden Bilder lässt sich die Flimmerverschmelzungsfrequenz feststellen. Erinnert ihr euch an eben, als ich davon gesprochen habe, wie viele Eindrücke wir in jeder Sekunde von der Welt um uns herum wahrnehmen? Wenn nicht, dann ist jetzt die Gelegenheit, zurückzuspringen. Es geht doch nichts über ein gutes Gedächtnis. Flimmerverschmelzungsfrequenz. Also, wie viele Eindrücke in der Sekunde können wir wahrnehmen, bevor sie so schnell werden, dass sie verschmelzen? Oder anders gesagt, wie langsam muss eine Bewegung sein, damit wir sie noch bemerken? Diese Frequenz ist bei allen Menschen leicht unterschiedlich, kann aber hochgehen auf bis zu 65 optische Eindrücke in der Sekunde. Nur mal zum Vergleich. Seesterne haben eine Flimmerverschmelzungsfrequenz von weniger als 1. Schmeißfliegen liegen bei einer Frequenz von 300. Deshalb ist es für uns leichter, Seesterne zu fangen als Schmeißfliegen. Und deshalb gehen Schmeißfliegen so selten ins Kino. Filme sind für die eher wie sehr, sehr langweilige Diashows. Auf keinen Fall so unterhaltsam wie in einem Vergnügungspark 40 Meter in die Tiefe zu stürzen, um mal zurück auf den Versuch von Eagleman und seinem Kollegen Stetson zu kommen. In diesem Experiment wurde vor dem Fall die Frequenz auf dem Display am Handgelenk so eingestellt, dass die Versuchspersonen gerade eben keine Zahl mehr erkennen konnten. Und wenn es stimmt, dass man bei Lebensgefahr schneller denken und mehr Details wahrnehmen kann, dann müsste im freien Fall die Zahl lesbar werden. Und das Ergebnis war, dramatische Pause, wie bei Germany's Next Topmodel, kaum auszuhalten. Also das Ergebnis war, als die Versuchspersonen im Fallen auf das Display guckten, sahen sie nichts. Es war keine Zahl erkennbar. Und die Autoren der Studie schließen daraus, dass das Gehirn nicht schneller denkt. Sie vermuten vielmehr, dass in so einer Schrecksituation die Erinnerungen irgendwie anders als sonst gespeichert werden. Und nur deshalb fühlt es sich hinterher so an, als wäre mehr Zeit vergangen. Aber das ist auch noch nicht die endgültige Antwort. Denn das Experiment hat nicht so viel mit einem echten Unfall zu tun. Bei echten Unfällen gerät man überraschend in Lebensgefahr. Aber hier bei diesem Versuch wussten die Leute, dass sie gleich in ein Netz fallen und dass die Überlebenswahrscheinlichkeit dabei ungefähr 100% liegt. Und außerdem gibt es da noch die Studie eines Teams vom University College London. Da wurde was Ähnliches untersucht. Das Ergebnis war aber ganz anders. In der Studie ging es darum, was Tennis- und Baseballprofis berichten. Bevor sie den Ball treffen, haben die nämlich oft den Eindruck, der Ball würde sich verlangsamen und sie können ihn klarer sehen. Die Wissenschaftler haben eine Reihe von Versuchen gemacht, in denen sie zeigen konnten, dass Menschen, die erwarten, eine schnelle Bewegung zu machen, tatsächlich in dem Moment auch schneller reagieren. Es könnte also doch sein, dass die Zeitlupe mehr ist als eine nachträgliche Illusion. Deshalb ist da auf jeden Fall noch weitere Forschung nötig, bevor wir, wie bei Videos, die Zeit auf Knopfdruck langsamer laufen lassen können. Ich werde mich auf jeden Fall mental darauf vorbereiten, eine schnelle Bewegung auszuführen, wenn ich das nächste Mal eine Fliege mit bloßen Händen fangen möchte.
Schreibt mal, ob das bei euch funktioniert. Wir sehen uns dann ganz hoffentlich ganz schnell beim nächsten Video. Tschüss, adieu und Chronostasis. Das war nicht Tschüss auf Griechisch.